Bevor die heutige Freedom-Folge startet, wollte ich euch mal ganz kurz etwas zeigen. Und zwar ist das erste Testmuster von meinem Merch gerade bei mir eingetrudelt. Gott sei Dank ist es noch ein Testmuster. Denn ich will euch das ganz kurz mal zeigen und mal gucken, ob euch der Fehler auffällt. Und zwar Freedom Squad, vollkommen richtig. Das Design wird noch ein bisschen größer. Und Amboss, perfekt. Wir wissen alle, wofür das steht. Dann hier oben steht, oder sollte stehen, alle gut im Dorf. Das Problem ist nur, dass ich da ein bisschen was beim Design verbauert habe. Fällt euch das auf? Wieso stehen denn da 3L? Stellt euch mal vor, dass ich das auf einmal in Auftrag gegeben hätte und dann würden da 3L in dem... Ach, hört mir auf, Leute. Auf jeden Fall, ab dem 5.12. In der verbesserten Version wird es das in meinem Shop geben. Einmal als Shirt, einmal als Sweatshirt und einmal als schöner Hoodie. Dazu gibt es dann auch noch so kleine Urkunden, die euch praktisch als Freedom Squad Mitglied verifizieren. Und ja, ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn auch der neue Testdruck bei mir eingetrudelt ist mit dem perfekten Design. Aber ich wollte euch das jetzt einfach mal zeigen. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge von Minecraft Freedom. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Freedom. Am gestrigen Tag gab es sehr, sehr wichtige neue Informationen bezüglich dem finalen Kampf gegen König Xaro. Nichtsdestotrotz begrüße ich am heutigen Tag Maudado. Hallo. Zombie. Hallo. Und German Let's Play. Hallo. Hallo. Zombie, was ist denn los? Ach, der hat heute den Abwasch nicht gemacht, dann habe ich ihn verprügelt. Krieg deine Kleidung nicht aus. Er hat den Abwasch nicht gemacht, dann habe ich ihn verprügelt. Ja, gut, so läuft das hier scheinbar bei Minecraft Freedom, beziehungsweise bei Zombie und Maudado im Haus. Apropos verprügeln, ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz bei meiner Frau vorbeischauen. Denn, nein, nicht was ihr denn! Professor Ende! Hat der die? Nee, die verprügelt mich immer. Gottes Willen. Ach so. Nee, ich habe noch nie meine Frau ansatzweise geschlagen oder sonst was. Hallo Paluten, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Die wäre? Guck mal einen Stock weiter nach oben. Aber da ist doch meine Frau. Eine neue Frau. Eine neue Frau? Professor Ente, dankeschön. Geil, wo denn? Das ist immer noch die alte Professor Ente. Sie haben da einen Fehler gemacht. Wo ist die Überraschung? Ich weiß es nicht. Hallo? Hallo? Eine zweite Frau? Eine dritte? Vielleicht noch weiter Pidiesel! Nach oben. Pidiesel! Hi! Was? Oh. Hi! Ich dachte, ich bin Pidiesel. Zombie! Nein! Warte, ich helfe dir. Und jetzt bin ich nicht Pidiesel. Oh. Er hat endlich wieder Ghost Pidiesel. Und jetzt ist er wieder so ein kleiner Fratz. Komm mal her, warte. Diesmal darf ich aber nicht diese Fehler machen bei der Erziehung. Ich muss eine straffe und harte Hand haben. Alles gut bei dir? Zombie, ich weiß, wie du Pidiesel werden kannst. Was? Wo ist Zombie hin? Du kannst deinen Kopf abschneiden und die aufsetzen. Hallo? Zombie, es tut mir wirklich leid. Komm mal her kurz, nur ganz kurz. Ja, ja. Ja. Was macht der jetzt? Guck mal, ich zeig dir mal einen Ort, wo Pidiesel sein kannst. Hier, pass auf, wenn du jetzt hier runtergehst. Und dann verzieh dich, Alter! Tschüss! Nein, Zombie! Okay. Komm zurück! Der flattert er mit dem Gleiter. Ach, Mann, ja. Wie so ein... Das ist so richtig dumm. Jetzt liegt er bei mir einfach nur wie so eine Planerflug. Ach, Mann. Aber das Gute ist... Das Gute an Pidiesel ist, dass wir ein Spielzimmer und alles habe ich ja schon für ihn. Und wenn er erwachsen ist, dann kann er uns vielleicht... Aber warte mal, wie schnell ist Pidiesel das letzte Mal gewachsen? Wie schnell hat er gebraucht, um kampfbereit zu sein? Wie lang? 3, 4, 5 Tage? 6 Tage, glaube ich. Okay. Und dann können wir ihn wieder einsetzen und dann kann er wieder sterben. Was? Ja, letztes Mal ist er gestorben beim ersten Kampf. Ja, aber er soll ja nicht direkt sterben. Ja, dann ist er anscheinend nicht Kampf. Also, ich weiß nicht, vielleicht muss man länger warten. Ich meine, wenn das so schnell wächst. Vielleicht. Wir müssen warten, bis er reif ist. Er ist vielleicht nicht reif genug. Er ist vielleicht groß, aber nicht reif. Ja, ich bin mir bei dem ganzen Stissel nicht sicher. Ach, Mann. Hallo, Edgar. Hey, Paluten. Edgar, wie sieht's jetzt an der Xarot-Front aus? Wir brauchen jetzt endlich mal neue Infos. Wir müssen Dampf machen.
Sehr gut. General Dieter erwartet dich am Außenposten für weitere Infos. Alright, alright. Zackig, knackig. Ho. Hä? Seit wann habe ich denn das Ding angelegt? So. Zack. Hafen. Ja. Kommt ihr? Alter, wo ist er denn? Da ist er doch, oder? So und runter. Hui. Noch ein bisschen. Eigentlich müsste ich auch so fliegen können. Ich habe friggen Flügel. Wo bist du denn? Im Außenposten. Aber wo ist Zombie? Hier sind fast vervollständigte Karten. Was? Ja, die laden aber so mega langsam. Warte mal. Wird das mehr? Scheinbar. Oder ich bild mir das nur ein. Was ist denn? Bei mir ist der heutige Rüdiger ganz komisch. Ja, stimmt. Es wird immer mehr. So, warte mal. Dann talk ich erstmal. Ach Mann, wir haben ja auch immer noch Edgar Junior hier. Oh. Der ist immer, den muss ich auf jeden Fall, warte mal, Edgar Junior. Du gehst mal auf Folgen. Hallo General Dieter. Guten Tag, Paluten. Moinsen, Dieter. Edgar meinte, es gibt Neuigkeiten. Richtig. Wir sind gerade dabei, die einzelnen Generäle auf die verschiedenen Positionen verteilen. Also wer zum Beispiel die Luftangriffe übernimmt oder wer den Weg unter Tage antritt. Habt ihr schon eine Entscheidung getroffen? Noch nicht. Wir haben dabei ein wenig auf deine Hilfe gehofft. Du kannst deine Freunde ja am besten einschätzen. Ja, yeah, kein Problem. Ich werde das mit denen mal bequatschen. Sehr gut. Könntest du mal kurz zu Kommandant Ace gehen und nachgucken, wie weit der Trupp mit der Mine ist? Ja, klar. Perfekt, danke. Oh, stimmt, Alter. Das wird immer... Ja, man erkennt komplett Xaruz. Ja, mache ich gerade. Ja. Was ist? Ich mach. Manu macht es mit seinen Gedanken. Manu macht es mit welchen Gedanken denn? Der hat doch dann... Bei dem ist doch schon wieder zu warm oder der Mütz. Leute? Oh, stimmt, das ist echt warm. Hey, was machst du? Er hat die hochgeholfen. Edgar. Oh Gott. Oh, Hilfe, Edgar. Ich bin kaputt. Palette ist mein Leben. Weil ich esse dein Leben. Ja. Wieso sollte ich dein Leben? Ich bin fast tot. Ich weiß, ich hatte auch Angst. Zombie. Au. Du bist wieder der Alte. Ich wollte nicht mehr so aussehen wie so ein Doofmann, der mich auslacht. Ich lach, warum? Weil ich flach bin. Ich hab die, wieso denn flach? Ich hab natürliche Rundungen, ja? Nein, du warst platt wie eine Flunde, als du geflogen bist, Zombie. Wir brauchen dich doch. Hier vorne sind deine Mutanten. Alter, schieß ihn ab. Nein, wieso denn? Warum, warum nicht? Ja, ist doch gut. Ey, Leute, wer ist denn von euch mehr so... Ich. Ist in Ordnung. Ich quatsch lieber mit Commandant Ace. Hallo, Sir, was kann ich für Sie tun? Dieter würde gerne wissen, wie weit die Mine ist. Die Arbeiten kommen gut voran. Die Bergarbeiter sollten in ein paar Tagen mit dem Schacht komplett fertig sein. Dann wird das Ganze noch mit TNT präpariert und dann fehlt nur noch Team Maulwurf. Team Maulwurf? Das ist der vorläufige Name von den Truppen, die Xaruz Schloss von unten angreifen. Und irgendjemand hat da scheinbar das U mit einem O verwechselt. Die werden ziemlich dumm gucken, wenn unsere Männer plötzlich unter ihnen auftauchen. Ja, perfekt. Dann machen wir weiter. Jeff und Jürgen, ihr müsst weiter den Schacht bauen, damit irgendwer, der auch immer... Wer jemand gerne von euch... Weil wir haben ja verschiedene Positionen zu vergeben. Es gibt einmal dann scheinbar Team Maulwurf, dann gibt es Team Luftangriff und... Dann die Leute, die einen von den Fronten. Wir können uns das doch mal ganz kurz hier sogar angucken. Hier sehen wir unser Dorf. Und das ist Xaruz Schloss. Dann gibt es ein Team, was von hier unten angreift. Ja, das will ich sein. Okay. Du willst Team... Ich nenne das jetzt einfach mal Team Süden. Ja. Nee, warte mal. Das ist doch... Ja, das ist von uns aus gesehen. Dann ist das hier direkt der Frontalangriff. Mit voll auf die Fresse. Und dann gibt es noch Team Süden und logischerweise Osten und Westen. Da müssen wir mal gucken. Gibt es denn Freiwillige, die gerne Maulwurf spielen? Oder müssen wir da einen der neuen YouTuber-Klone machen? Ich will. Hey, du wolltest doch gerade noch die... Hä? Ja, ist die Karte nicht falsch gedreht? Wie falsch gedreht? Die muss doch so rum sein, oder? Oh. Nee, rein theoretisch müsste die irgendwo hier sein. Weil, guck mal, das ist der Weg. Stimmt, ja, weiter links. Alles falsch. Ja, die sind ja noch am Arbeiten.
Ist ja alles im grünen Bereich. Aber ich möchte jetzt auch... Wer hat denn jetzt die Karte aufgehoben? Ich hab die nicht. Oh, doch, ich glaube, das Item Scheiße, bekommen, hab ich doch. Aber nicht die Karte. Zack, Alter. Da links. Perfekt. Sehr gut. So, ich hasse nochmal wieder schnell zurück ins Dorf. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass Pidizzle mir nicht gefolgt ist, sondern noch da drüben irgendwo rumhasselt. Und ich muss ein bisschen besser auf meinen kleinen Sohn aufpassen. Weil ich darf den einfach nicht nochmal verlieren. So, komm schon. Zack. Pidizzle! Ich komm mit. Da, so, warte mal, dann kann ich auch Edgar... Komm, Edgar Junior! Komm her! Ja, komm her! Ja, ich komm. Meinst du mich? Nein, ich meine Edgar Junior, aber... Oh Gott, da ist er! Oh. Hat nur eine gefühlte Dreiviertelstunde gedauert. So, dann hasseln wir mal... Wo ist denn Pidizzle? Der kann doch nicht weg sein. Können wir vielleicht die Diegos mal rausmachen? Ja, die... Ja... Sollten vielleicht definitiv... Was? Och, nö! Was? Boah, Professor, oh. Och, nein! Oh! Scheiße, Mann. Scheiße, können wir nicht einfach gehen? Ja, vielleicht beachtet sie uns gar nicht. Nein, Sommer, jetzt macht er nicht auch noch die Tür auf! Mach schnell wieder zu. Ganz ehrlich, nicht das... Oh, da kommt sie! Da ist sie schon wieder, steht direkt an der Tür. Ich geh da raus, ich will damit nichts zu tun haben. Dein Mann ist im Urlaub. Lasst mich raus. Sibylle, du was? Kannst froh sein, dass du wieder ein normaler Mensch bist. Wo ist er? Ja, ich will. Er hat mich verlassen, hatte keine Lust. Kein Bock auf Scheiß, Unterhalt und Schläge. Mann, aber wir müssen ihr das doch eigentlich sagen. Nö. Warum denn? Ja, aber ich habe jetzt auch keinen Bock. Warte mal. Da könnten die Zuschauer eigentlich da uns helfen. Leute, jetzt... Was machst du denn? Ach so. Oh Gott. Mann. Der geht da rein. Ja, fütter ihn. Können wir sie wieder zum Zombie machen? Fütter ihn. Nein, mach sie nicht mit... Wer soll ihr das denn glauben? Also... Vielleicht kann sie nicht lesen. Nicht unwahrscheinlich. Aber, meine Damen und Herren, ich muss mal ganz kurz was mit euch besprechen. Und zwar, Bruno hat sein Leben gegeben, um Sibylle wieder die Freiheit zu schenken. Das Problem ist, ich habe echt so ein bisschen so ein kleines schlechtes Gewissen. Also ich meine, Sibylle war ja nicht unbedingt immer die Sympathieträgerin hier. Und ich kenne meinen süßen Ehemann. Oh. Ob wir sie nicht freilassen könnten? Weil sie hat ja auch noch ihren Sohn. Und ich meine... Bruno war ja eher der Hauptbeschuldigte. Ihr könnt da oben rechts jetzt gerne mal abstimmen. Weil da ist ja noch Bruno Junior. Lasst mich jetzt hier raus. Nein, das können wir nicht machen. Sibylle. Ganz ja, ehrlich. Können wir ihren Sohn hier wieder zurückgeben? Hä? Aber wenn wir sie freilassen, schmiedet die doch 100% Rache. Ja. Ach, scheiße. Wir haben sie eingesperrt, ihren Mann getötet und alles. Ja, aber das nee, mit das dem Mann ja, weiß sie ja nicht. Gegangen. Ja, er kann ja auch einfach abgehauen sein. Aber er ist wegen uns abgehauen. Wegen uns hat er die Gelegenheit dazu. Irgendwie gibt es hier ein ganz, ganz großes Problem. Dieser Diego, der hier drin ist, der backt bei mir immer alle 2 Sekunden. Repariert. Ja, hier repariert. Oh Gott! Komm mal mit. So. Oh, guckt mal! Dr. Vanessa Quinn und Carly ist hier auch wieder. Warum wurden alle außer deinem Sohn geheilt? Ich weiß es nicht. Ach man, Vanessa, Alter, ja, wahrscheinlich weil mit dem Dr. Quinn eine bisschen höhere Priorität hat als Paletten-LP. Kann man deren Doktor aberkennen für die Aktion, die sie gemacht hat? Stimmt. Ich habe übrigens viele meinten auch, dass zum Beispiel der Geschlechtstransformator von Professor Ende hat auch nicht sonderlich gut funktioniert. Und die ganze Sache. Ach so. Also das war jetzt auch nicht... Ich mochte alles, was der gemacht hat. Aus dir hat der Geschlechtstransformator ja auch so einen süßen Mini-Mi-Zombie gemacht. Ja. Aber guck dir Maudato an. Der ist immer noch komplett entstellt. Ja, das stimmt, ey. Alter, der sieht aus wie ein Unfall. Wie ein Gesichtselfmeter. Mann, dass du wegkommst, Maudato. Nein, hier Maudato. Hier, ein Amboss in dein Gesicht. Oh, Alter. Magische Kräfte. Er ist der Auserwählte. Der Amboss hat mich auserwählt. So, meine Damen und Herren. Bevor wir hier noch mehr Quitschi-Quatschi labern, das soll's gewesen sein mit der heutigen Folge. In den nächsten Tagen werden die nächsten Pläne geschmiert beim Kampf oder zum Kampf gegen König Xaroth.
Ja, du, ja, man schmiedet Pläne. Mit Capitin Schmierhose. Nee, der kann vielleicht auch noch mitwirken. Und dann gibt es bald das Finale von Minecraft Freedom. In diesem Sinne, habt ihr denn noch einen traumhaften Tag? Lasst ein Like da, schaut bei Maudado German Let's Play und Zombie vorbei, genauso wie bei Mr. X und Mr. Y. Alle sind oben in der Videobeschreibung verlinkt. Hier sind noch Videos verlinkt und dann sehen wir uns heute Abend noch zu einem zweiten Video oder morgen pünktlich um 14 Uhr. Okay, pünktlich, also schauen wir mal, lassen wir uns überraschen, aber 14 Uhr ist geplant. Bye bye, Minecraft Freedom. Tudelü, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.